Hallo, und zwar, ihr habt es gesehen, heute machen wir mal Flammkuchen, mal eine andere Variante, eine schnelle Variante, trotzdem total leckere Variante. Und ich habe den Ofen schon mal auf 180 Grad eingestellt, weil wir brauchen ja absolut nicht lang. Okay, bisschen komischer Satzbau, aber egal. Und deswegen würde ich sagen, legen wir auch gleich los. Und zwar, ich habe hier einen fertigen Blätterteig, Salz, Pfeffer, so 50 Gramm Schinken. Also ich habe jetzt Lachsschinken, aber ihr könnt auch Speck nehmen oder ihr macht es vegetarisch und lasst es ganz weg. Dann habe ich hier so 100 Gramm Schmand und ein bisschen, vielleicht einen Esslöffel saure Sahne. Könnt auch Creme Fraiche noch mit dran machen oder nur Schmand, wie ihr mögt. Dann etwas geriebenen Käse. Ich habe jetzt hier Emmentaler und hier habe ich eine Zwiebel, also eine, die so mittelgroß ist, habe ich schon klein gehackt. Und ja, das war's auch schon. Mit was wir jetzt direkt mal anfangen können, ist, dass wir unser Schmand und Creme Fraiche etwas salzen. Ich nehme jetzt etwas mehr Salz, weil ich habe hier den Lachsschinken, der ist ja nicht so arg gesalzen. Müsst halt davon abhängig machen, was ihr drauf macht. Und Pfeffer. Und das dann schon mal schön verrühren. Dann geht's weiter. Dann haben wir jetzt hier unseren Blätterteig ausgerollt. Geben einfach unsere Schmandmasse drauf. Und dann geben wir unsere Zwiebelchen drauf. Das ist halt auch, wie gesagt, bei dem allen eigentlich Geschmackssache, ob man da jetzt ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger von macht. Dann geht es weiter, wenn man es nicht vegetarisch macht, mit dem Schinken. Und dann haben wir noch unseren Käse. Und dann können wir das versuchen, vorsichtig einzurollen. Und dann einfach mit der Teigkarte oder dem Messer einfach unsere Schnecken abschneiden. Deswegen habe ich jetzt die Zwiebeln zum Beispiel auch gewürfelt und nicht in Ringen gelassen, weil sonst wäre das mit dem Schneiden jetzt wahrscheinlich eher schwieriger geworden. Und jetzt kann das Ganze schon ab in den Ofen. Und fertig sind wir wieder. Und zwar bei mir war das Ganze jetzt 35 Minuten im Ofen. Allerdings, wenn ihr es brauner wollt oder so, dann müsst ihr es logischerweise noch länger drin lassen. Und mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen, deshalb zeige ich es euch direkt aus der Nähe. So sehen unsere Flammkuchenschnecken aus. Dann macht's nach, genießt es und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!